Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute gibt es wieder ein weiteres Video von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dazu habe ich mir wieder Schickes rausgesucht, wo ich mein Gold drin gewastet habe. Diesmal soll es eine kürzere Folge werden, denn es ist nur tatsächlich ein einziges Item, aber dieses eine Item hat es in sich. Ich habe mir mal wieder ein T3-Teil gekauft. Das ist hier die T3-Hose vom Druid, Beinschützer des Traumwandlers. Und das Ding hat mich ja, ein bisschen zu viel Gold gekostet. Ich habe dafür gezahlt 840.000 Gold hier auf, ich meine Erre, da bin ich gerade. Und ja, jetzt habe ich nicht mehr sonderlich viel Gold auf Erre da. Und ehrlich gesagt, es war es nicht wert, so viel Gold rauszuhauen. Aber ich war irgendwie so ein bisschen im Wahn, ich wollte es haben. Dann hat der andere wieder drüber geboten, habe ich wieder drüber geboten, bis wir irgendwie bei 840k waren. Und dann dachte ich mir so, oh shit, das ist jetzt dann doch ein bisschen viel. Aber ich habe das nächste Teil. Wahrscheinlich zu viel gezahlt dafür, aber egal. Wir haben jetzt 4 von 8 Items vom T3-Set. 4 Stück brauche ich quasi noch. Und dann gibt es eine lustige kleine Heldentat, die ich mir gerne holen würde. Und ja, mal gucken, ob ich die anderen auch noch ersteigern kann. Jetzt muss ich aber den Gürtel erstmal ein bisschen enger schnallen, weil ich nicht mehr so viel Gold habe. Ich habe ein bisschen zu viel gewastet in letzter Zeit. Heißt, die letzten 4 Teile müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein paar günstigere ergattern können. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem kleinen Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Habe ich zu viel gezahlt? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Euer Tilla. Bis dann. Ciao.